So Leute, willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 4. Es kommt nicht so gut an, wie ich eigentlich dachte. Und ich muss euch sagen, es wurde gefragt, ob das von einem anderen Entwickler ist, weil es ja einen anderen Stil hat. Nein, es ist eine Fortsetzung und am Ende werde ich da auch noch ein bisschen was zu sagen. In der letzten Nacht wurden wir ziemlich hart belagert. Ich will gar nicht mehr, aber ich mach trotzdem. Also ich glaube, kein Five Nights at Freddy's hat mich bisher derart mitgenommen. Da ist nichts, aber ich habe jetzt schon Schritte gehört. Das kann ja eigentlich nichts Gutes sein, ne? Leute, ich habe jetzt schon Panik. Also nicht wundern, wenn es hier mal Ausfälle bei dem Spiel gibt. Okay. Jetzt wieder rüber. Nix. Umdrehen. Ich will nicht mehr. Ich mache das jetzt hier spontan nach Schema F, ne? Och nee. Ich erschrecke mich da jedes Mal. Ich schmeiß immer meine Maus so halb weg. Och nee, jetzt muss ich hier auch noch draufhalten. Ja, und die sind natürlich auch da. Ah, super. Ich bin eh gleich wieder tot. Ja. Ich habe Schritte gehört. Oh, wie schnell ist denn der Kerl? Ich dachte, ich hätte ihn lang genug zugehalten. Oh Leute, ich kann das nicht so lange spielen. Und das Rendern dauert auch so lange. Oh. Tut mir leid, dass er gerade nichts hört. Ich muss gerade mal gucken, wie lange überhaupt die Aufnahme geht. 3 Minuten, das kann ich nicht bringen, Leute. Warum tue ich mir das an? Sagt mir das mal einer? Das weiß auch keiner von euch, oder? Ich glaube, ich werde den Upload-Plan ändern. Dass ich sage, hier kommt nur alle 2 Tage. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich nicht so viel Zeit habe, das hier aufzunehmen, weil hier muss ja immer dunkel sein für. Nee, ne? Der ist nicht jetzt schon wieder hier drin. Diesmal habe ich mich weniger erschrocken. Ja, super, und ist schon hier in Startposition. Ja. Ganz toll. Ja, und hier steht auch noch einer. Okay, ist weggegangen. Bin gleich wieder tot.
Geflimmer geht schon wieder los. Ja, schön. Okay, ist glaube ich weg. Oh Mann, der ist zu schnell, Leute. Den krieg ich nicht. Leute, warum tut die... Scott, warum tust du mir das an? Das ist nicht fair. Ich muss die Türen zuhalten, weil wenn ich mich sonst umdrehe, kommt Freddy. Kommt nicht Freddy, sonst schleichen die sich rein, während ich mich umgedreht habe. Ja? Und die standen ja an beiden Türen. Und wenn ich mich nicht umdrehe, dann ist Fox, dann kommt Freddy von hinten und haut mich um. Wenn drei da sind, das waren ja schon mehrfach drei da, dann läuft ein Counter. Und wenn dann alle drei mich umhauen wollen, dann bin ich tot. Das ist nicht machbar, das ist nicht fair. Ich gucke jetzt nochmal in die Aufnahmezeit. 6 Minuten, oh Gott. Das schaffe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Da muss ich wahrscheinlich viel, viel schneller sein. Ja, ich höre schon wieder das Rumgerenne. Das ist, glaube ich, Foxy. Ich gehe schon immer davon aus, dass Foxy mich gleich frisst. Oder hier Chica. Tut mir leid, wenn ich hier nicht viel rede. Mich. Okay, jetzt ist er glaube ich ganz zurückgesetzt. Ah, war er vorher nicht. Oh ja, jetzt muss ich auch noch draufhalten. Das muss reichen. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Ja, und du bist wieder ganz da. Reicht noch nicht? Jetzt. Ich habe erwartet, dass der jetzt mich gleich holen kommt. Ja, du willst mich holen kommen. Okay, weg. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja. Leute, ich stehe so ganz leicht unter Spannung. Ganz leicht. Ja. Ich glaube, es ist weg. Okay. Das ist so... Das ist echt Schema F, was ich hier gerade mache.
Ja, wie schnell bist du? Okay. Bin wahrscheinlich gleich eh wieder tot. Ja. Geh weg. Okay, das war, glaube ich, das Geräusch dafür. Jetzt frisst mich Foxy. Nein, der Cupcake. Ach so, ja, moin. Wann bist du denn reingekommen? Soll ich dir was zu trinken anbieten? Ah, Leute, ich bin dem Herzinfarkt nahe. Das macht mich kaputt, Leute. Das macht mich echt kaputt. Uff, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, 11 Minuten. Eigentlich müsste ich noch 1 Uhr nachts. Oh. Leute, das macht mich kaputt. Das macht mich kaputt. Ich glaube, danach muss ich irgendwas Nettes, irgendwas Liebes spielen. So irgendein Hello Kitty-Spiel oder sowas. Ah, nee, ich muss danach noch Pokémon aufnehmen. Das muss nämlich heute, wenn ich das aufnehme, sogar noch raus. Das hier, das wird heute ausfallen. Ich sollte nicht so lange warten. Am Anfang ist ja noch alles okay. Leute, ich will hier nichts in meiner Wohnung haben. Ich habe hier ein Foxy-Plüschi. Was war das gerade für ein Geräusch? Klang wie ein Radio. Ich habe eine schweißnasse Hand, ne? Och nee. Nicht der wieder. Diesmal habe ich mich nicht erschreckt. So. Zwei Bärchen. Ja, du. Soll ich hier mal wieder? Ja. Kann ich hier einfach alle Türen zumachen? Ich hoffe mal, das hat gereicht. Wahrscheinlich nicht. Wieder bei Foxy vorbeigucken. Ja, du bist natürlich wieder fit. Und hier steht schon wieder einer. Nee, aber auf der anderen Seite. Das habe ich nämlich gehört. Ah, ich hab's nur leise atmen gehört. Ich dachte, er wäre noch weiter weg. Leute, warum macht ihr das mit mir? Warum mache ich das vor allen Dingen? Ich weiß es nicht. Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und egal wie lang die Aufnahme ist, es reicht. Hat mich gefreut, dass ihr heute wieder zugesehen habt und ja, es passt ja fast von der Partlänge. Five Nights at Freddy's muss auch nicht ganz so lange sein. Gut, Leute, Daumen hoch da lassen, nettes Kommentar und ich sage tschüss und bis zum nächsten Part. Wenn ich weiterhin mich an nach 3 versuche und wieder Strategien mache, der kommt dann aber erst übermorgen, weil ich ja gesagt habe, ich mache das alle 2 Tage. Weil es auch ein bisschen doof ist wegen Dunkel aufnehmen. Ich nehme ja immer grundsätzlich Horrorspiele
ausschließlich im Dunkeln auf und wenn hier Sound weg ist, dann war ich gerade im anderen Fenster. Ist nämlich doof, der Sound kommt nämlich nicht von dem Spiel, wenn ich im Hintergrund bin. Ich muss hier auch, glaube ich, mal meinen Foxy-Plüschi, ich habe ja wirklich den Foxy als Plüschi, den muss ich mal in den Arm nehmen beim Spielen. Ich glaube, das beruhigt mich. Ah, Leute. Ich habe echt Panik hier vor weiter zu spielen. Aber ich mach's. Ich mach's für euch. Aber ich werde es wahrscheinlich alle 2 Tage machen, weil dunkel ist zurzeit nicht so gut. Weil komplett abdunkeln. Wann ist es denn mal richtig dunkel? Jetzt haben wir gerade nachts. Ja, nachts. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viel haben wir? Kleinen Moment. Ah, wir haben jetzt gerade 23 Uhr. Ich habe meinen Rollladen schon runtergelassen. Es kommt nicht ganz so viel Licht rein. Also, es ist ja bis nachts jetzt noch hell. Es ist ja furchtbar. Und von draußen, ich habe auch noch Laternen draußen. Ist ein bisschen doof. Aber es geht schon. Also jetzt geht's. Aber ich versuche es ja immer im Dunkeln zu spielen. Gut, Leute, ich laber jetzt gar nicht mehr lange drum rum. Viel Spaß, erzählt es euren Freunden und ich schmeiß dann beim nächsten Mal meine Maus wieder weg, habe ich echt gemacht. Beim ersten Foxy habe ich meine Maus wirklich, ich spiele ganz links vom Mauspad, habe ich übers Mauspad geworfen, musste ich mir erstmal meine Maus wieder suchen. So während ich das Ding zugehalten habe, habe ich dann meine Maus wieder gegriffen. Ich krieg hier Panik. Leute, wie gesagt, tschüss und ja, ich laber euch nicht mehr zu.